Wissenschaftliche Literatur ist oftmals nur kostenpflichtig zugänglich. Dieser Zeitschriftenartikel kann beispielsweise aus dem Campusnetz der Leibniz-Universität Hannover kostenfrei abgerufen werden. Andere müssen dafür bezahlen. Allerdings gibt es häufig frei zugängliche Versionen desselben Artikels, die beispielsweise von den Autorinnen und Autoren, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen es erlauben, in einem Repositorium abgelegt werden. Wenn über den Dienst OADOI so eine Version gefunden wird, wird im TIB-Portal hier rechts unten der Button Open Access Version angezeigt. Damit gelangt man in diesem Fall zu Archive, dem in der Physik viel genutzten Preprint-Server, wo mit einem weiteren Klick der Preprint des Artikels kostenlos und ganz legal heruntergeladen werden kann.